euch zu Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Und Leute, heute habe ich mal was ganz Besonderes vor. Und zwar, ihr könnt hier schon sehen, meine Freunde, ich habe hier zweimal jeweils drei Autos. Einmal drei blaue Autos und einmal drei gelbe Autos. Denn herzlich willkommen zum ersten Auto-Hide and Seek in GTA, Leute. Ihr kennt ja schon Hide and Seek in Fortnite. Und wir machen das Ganze in GTA mit Autos. Und zwar habe ich gerade noch Ami gerufen. Der wird auch gleich kommen. Und ich werde hier einmal drei Autos verstecken. Und dann wird Ami drei Autos verstecken. Dann werden wir uns gegenseitig Bilder in GTA schicken von dem Ort, wo die Autos sind. Und dann haben wir jeweils 15 Minuten Zeit, um alle drei Autos auf der kompletten GTA-Karte zu finden. Die Autos, die man dann gefunden hat, darf man danach bei einer Challenge, bei einem Rennen verwenden, Leute. Das heißt, umso mehr Autos man findet, desto bessere Autos kann man für das Rennen später auswählen und der Gewinner bekommt 1000 Euro, Leute. Ich bin mal gespannt, da ist er ja schon, Amir. Amir, komm doch mal raus hier. Max! Amir, Max, wie siehst du denn aus, Alter? Hä? Dass ich, Amir, besser bin in solchen Challenges als du, ist ja klar. Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe mich als Max an und zeige dir auch mal, dass ich auch als Max besser bin als du. Alter, kannst du dir mal einen eigenen Klamottenstil suchen? Na, bist du schon sauer? Nee, mir steht es eh viel besser. Psychologische Spiele. Alter, Amir hat so meine Klamotten. Der ist ja voll der Psycho. Egal, Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Wenn ihr wollt, dass wir öfter so ein Auto-Hide-and-Seek in GTA machen. Aber Amir, ich habe dir ja gerade schon mal die Regeln erklärt. Und zwar, du wirst hier einmal die blauen Autos verstecken und ich werde die gelben Autos verstecken. Du kannst die Autos komplett überall auf der ganzen Karte verstecken. Und dann musst du mir von den drei Locations ein Bild senden, ja? Wir werden das jetzt mal machen und dann treffen wir uns hier gleich wieder und dann schicken wir uns die Bilder, ja? Alles klar, Digga, ich fange schon mal an. Okay, dann bis gleich. Möge der Bessere gewinnen. Oh, Leute, let's go, let's go, let's go. Amir, wir gucken mal, in welche Richtung. Oh, er fährt hier schon mal, rechts schon mal entlang. Das müssen wir uns merken. Den Lambo will er irgendwie schon mal in diese Richtung verstecken, Leute. Wir fahren mal hier lang. Und ich habe mir schon was Besonderes überlegt, Leute, wo ich das erste Auto verstecken werde. Das Ding ist, ich werde mich jetzt hier mal muten, damit Amir mich hier nicht hört. Und zwar, meine Freunde, wir werden jetzt mal so ein bisschen nicht hier ins Sandy Shores Gebiet, sondern ins Blaine County Gebiet fahren. Weil ich glaube, da in dem Gebiet kennt Amir sich nicht so gut aus. Also da ganz oben auf der Karte. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, willkommen jetzt hier zum ersten Versteck. Ich will es Amir jetzt noch gar nicht so schwer machen. Wir werden ihm hier ein Bild von dem Leuchtturm schicken. Und das bedeutet, ich darf den Lambo hier irgendwo hier bei diesem Geisterhaus verstecken. Leute, ihr kennt das ja vielleicht alle aus dem GTA-Story-Modus. Hier erscheint ja nachts immer der Geist oben auf dem Berg. Und ich werde den Lambo dann irgendwo hier in so einem Gebüsch verstecken. Irgendwie so, dass er es direkt nicht, also nicht direkt sieht von der Straße aus. Ihr wisst schon, oh Leute, das ist doch hier ein gutes Versteck, oder? Und Leute, dann würde ich sagen, wir holen jetzt hier mal das Handy raus und machen mal direkt ein Foto von dem Leuchtturm. Und das werden wir ihm als erste Location schicken. Und Foto ist gemacht, Leute. Ey, Leute, seid mal ehrlich. Ich sehe den Lambo hier selbst kaum noch. Der ist einfach hier im Gebüsch versteckt. Übelst gut. Ich glaube, der muss da erstmal ein bisschen suchen. Also rein von dem Ort her, von der Location, sollte eigentlich jeder erfahrene GTA-Spieler kennen hier den Leuchtturm. Aber trotzdem muss er den Lambo da in dem Busch erstmal finden. Und das bedeutet, wir machen weiter mit dem nächsten Ort, Leute. So, Amir, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich würde sagen, das erste Versteck. Ja. Ist schon mal nicht schlecht. Das ich hab auch schon mal das erste Versteck gefunden. Ich mache jetzt hier direkt weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Hahaha. So, Leute, wir muten uns wieder. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, Leute. Lass mal kurz auf die Karte schauen. Wo kann ich das nächste Fahrzeug verstecken? So, das erste ist ja, haben wir ja hier bei dem Leuchtturm. Wir könnten ja, schau mal, hier ist das Human Labs Labor, ist vielleicht auch eine gute Idee. Dann hier der Steinbruch, Leute, auch vielleicht ganz gut. Und dann vielleicht noch hier ein bisschen hier hinten in diese, oh Leute, ich habe eine Idee. Wir gehen hier nochmal ins Blaine County Gebiet und zwar, ich gehe hier zu diesem Haus, zu dem, wie nennt man das, zu diesem Seilbahnhaus, wo es auf dem Mount Chiliad hochgeht. Da werden wir jetzt einfach mal hinfahren, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da angekommen sind. Glaube ich, kennt auch jeder aus dem Story-Modus, weil zumindest bei dem Story-Modus in GTA 5 hat man da ja eine Mission gemacht, wo man da hochgefahren ist. Die wahren OGs kennen das. Ob Amir ein OG ist, werden wir rausfinden, ob er das Auto dann da findet. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir bei der Seilbahnstation angekommen sind. So, meine Freunde, lasst uns mal schauen. Hier ist dieses Seilbahnstation. Finde ich auch nice hier. Wir können ihm ja ein Foto von diesem Werbeschild hier schicken. Aber wo verstecken wir hier den Wagen? Lass mal überlegen. Wo ist hier ein gutes Versteck für das Auto? Hier auf dem Parkplatz ist ein bisschen zu langweilig. Das muss schon irgendwie... Oh, vielleicht kann ich irgendwo hier in so ein Gebüsch reinspringen. Warte mal. Wir testen mal ganz kurz. Wir fahren hier mal von dem Parkplatz runter. Und fahren mal hier in irgendein Gebüsch auch rein, Leute. Wir machen auch diese Trick 17-Taktik hier wieder. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hier drunter! Ey, das ist gut, das ist gut. Warte, noch ein bisschen besser. Wir machen noch ein bisschen besser. Ey, also das kennen wirklich nur OGs hier.
so irgendwo in der Stadt, das kennt ja jeder Leute in Los Santos drin. Aber das hier, das sind die OG-Versteck hier. So bei der Seilbahn im Blaine County Gebiet, Leute. So, und das bedeutet, wir werden ihm dann da auch wieder ein Foto schicken, aber natürlich nicht hier direkt vom Fahrzeug, sondern von der Vorderseite. Ich werde ein Foto von diesem Werbeschild, von diesem Eingangsschild machen hier von der Seilbahnstation. Und zwar, Leute, wir stellen uns genau hier so hin, Leute. Von der Position hier werden wir ein Foto machen. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß nicht, ob er es findet, Leute. Das muss aber auch ein bisschen schwierig sein. Wir machen das Foto. So, Amir, wie sieht's bei dir aus? Ich bin jetzt bei meinem letzten Fahrzeug. Ich habe mein letztes Fahrzeug schon abgeholt. Oha, ja, ich sehe es hier gerade. Das ist schon gar nicht mehr hier. Okay. Also ich muss sagen, mein zweites Versteck richtig. Also ich kann dir schon mal so einen kleinen Tipp geben. Und zwar meine Verstecke, da muss man schon so ein GTA OG sein. Oh, da muss man schon ein bisschen OG-mäßig unterwegs sein. Oh, sheesh, Leute. Er will mich wohl mit weg OG flexen. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, ob das Ganze dann funktionieren wird. Ja, ich mache jetzt mal weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, wir müssen jetzt auch mal schauen, wo verstecken wir das dritte Fahrzeug? Es gibt so viele Orte in GTA. Ich meine, GTA ist wirklich groß. Boah, ich hätte noch eine Idee. Irgendwo hier ist doch dieser Höhleneingang. Ich glaube, das... Oh, Leute, in der Höhle. Oh mein Gott, die in diesem Felsspalt. Oder, warte mal. Warte mal, Leute. Ist nicht... Wo ist denn dieses Dorf, wo diese Nackten sind, die einen angreifen? Vielleicht kann ich es da... Weil da ist doch auch dieser Höhlenspalt. Das kennen auch nur die OGs. Ich glaube, hier ist das Dorf, Leute. Das ist eine richtig gute Idee. Bei dem Dorf, wo diese Leute sind, die einen angreifen, da werde ich den Wagen verstecken, und zwar in diesem Felsspalt. Ihr werdet es gleich sehen. Kennen auch die GTA OGs, Leute. Oh mein Gott, das wird richtig nice, Leute. Also hier ist ja dieses Dorf von diesen komischen, nackten Leuten, die einen angreifen. Da werden wir jetzt mal nicht reinfahren, weil das will niemand von uns sehen. Aber, Leute, ich denke mal, viele von euch werden das wissen, die sich in GTA gut auskennen. Und zwar, hier ist doch dieser Felsspalt. Aber warte mal, kommen wir mit dem Auto da überhaupt rein? Ah, Leute, ich muss versuchen, ob ich hier reinkomme. Oh, nein, 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 nein. Ey, da, also das wäre wirklich dieses 3000 IQ-Versteck. Das wäre dieses 3000 IQ-Versteck. Nein, man kommt hier nicht richtig rein. Come on, bitte. Nein. Warte, ich versuche nochmal. Ey, wenn ich das schaffe, den Wagen da in diesen Felsspalt reinzukriegen, dann, Leute, da kommt der nie drauf. Da wird der nie drauf kommen. Weil Amir ist kein OG. Obwohl, doch, er ist eigentlich ein OG. Warte, komm, nochmal, nochmal, nochmal. Ich versuche nochmal. Das ist wirklich das heftigste aller Verstecke. Nee, ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Mm, okay, warte mal. Ist hier noch ein anderer guter Ort hier bei diesem Dorf? Schade, ey. Der Felsspalt wäre zu krass. Aber ohne, dass man in das Dorf reingehen muss. Ohne, dass man ins Dorf reingehen muss. Vielleicht auch hier so ein bisschen an der Seite. Oder irgendwie so dahinter. Warte mal, wir fahren hier mal kurz rein. Wir gucken hier niemanden an. Und dann parke ich das Ding hier einfach irgendwo hier hinten. Einfach irgendwo hier hinten in so einen Busch drin. Einfach irgendwo hinten in so einen Busch reingeparkt, Leute. Boah! Boah, aber auch starkes Versteck. Sehr, sehr stark. Dafür musste er erstmal hier in dem Dorf rumlaufen und sich erstmal ordentlich umgucken, Leute. Und ich werde ihm jetzt einfach ein Bild von außen quasi schicken. Einfach auch von dem Tor, von dem Eingangstor von diesem Dorf hier. Ich bin richtig gespannt, Leute, ob Amir das findet. Aber wir gehen jetzt selbst erstmal auf Suchtour, Leute. Wir treffen uns nämlich jetzt gleich erstmal wieder mit Amir. Und ich werde ihm jetzt hier davon ein Bild schicken. Genau so, Leute. Okay, Leute, wir haben alle drei Autos versteckt. Wo ist denn jetzt hier Amir? Wir sind schon angekommen am Flughafen wieder. Ich bin gleich da. Amir, du Schmalspurer, wo bleibst du denn? Hey, wie redest du mit mir? Wie lange brauchst du denn, um Autos zu verstecken? Ich habe meine Autos versteckt, Digga. Ich habe mir noch mal, weil du es lange brauchst, habe ich mir schon mal wieder ein neues Auto besorgt. Guck mal hier. Okay, okay, dann cool, cool. Ey, ich glaube, Amir will ein bisschen wie ich sein. Lambo, die Klamotten und so. Was kommt als nächstes? So, Max. Als nächstes holst du dir auch ein Bored Ape oder was? Nein, 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 keine Sorge, keine Sorge. Armin, dann hol mal dein Handy raus. Genau, schick du mir mal die drei Bilder und ich schick dir meine drei Bilder, ja? Okay, meine müssten da sein. Ja, okay, und meine sind jetzt auch raus. Okay, Leute, wir gucken jetzt mal, was Armin uns geschickt hat. Okay, Armin, deine Fotos sind angekommen. Wow, Leute, guck mal, ich krieg das jetzt hier mal eingeblendet, Leute. Mhm. Hä?
Alter, Armin, du hast ja richtig kranke Verstecke genommen. Okay, also ich glaube, ich habe Armin ein bisschen zu sehr verschont hier. Ich habe richtige Wahrzeichen genommen, aber egal, Leute. Ich bin GTA-OG, ich weiß es trotzdem circa, wo das ist. Weißt du was, Armin? Dann würde ich sagen, ab jetzt, wir haben 10 Minuten Zeit. Wer zuerst die Autos hat, darf sich einfach entmuten und dann ist Schluss. Ich bin schon los! Oh, tschüss. Leute, wir müssen auch los, let's go! So, okay, Leute, es geht los. Ihr habt die Fotos gesehen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich werde euch hier auch immer mal wieder die Fotos einblenden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal, und nicht wundern, falls ihr rüber guckt, ich habe nämlich hier auch die Fotos auf. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei dem, bei welchem sollen wir anfangen? Ey, der hat echt schwierige Sachen genommen. Wir fangen einfach mal bei dem untersten an, Leute. Das da in der Nähe vom Strand. Wir fahren da direkt mal hin. Ich glaube, ich weiß, wo das ist, Leute. Let's go. So, meine Freunde, das müsste nämlich irgendwo hier sein. Man sieht da ja auch diese Palmen vom Strand noch im Hintergrund. Ja. Den BMW habe ich schon gefunden. Oha, welcher war nochmal der BMW? Bei diesem Dorf von diesen Akkulisten oder ach so, diese Leute komischen da. Nackten Leute da. Den hast du schön in der Ecke da versteckt. Ja, da, ja. Ja, okay, war auch einfach. War auch, ja, gut, gut. Ja, komm, jetzt raus hier aus meinem Channel. Fühl dich nicht. Ciao. So, Leute, müssen jetzt... Oh, warte, warte, das hier ist das Haus. Ich erkenne das Haus von dem Bild wieder. Wir sind jetzt so circa genau bei der Brücke. So, warte mal, er hat das Foto von hier gemacht. Man sieht hier die Brücke, man sieht die Palmen im Hintergrund und das hier, hier vor uns ist das Haus, Leute. So, Leute, genau das hier vor uns ist das Haus. Er hat hier ein Foto von der Location gemacht. Vielleicht hier unter der Brücke oder so? Nee, er hat es nicht unter der Brücke versteckt. Okay, warte mal, er hat ein Foto von dem Haus gemacht. Vielleicht hat er es ja irgendwie hier in dem Garten von dem Haus versteckt. Ey, Leute, der Armin, der ist wirklich ein ganz... Boah, warte, hier unten stehen Autos, aber das ist nicht unser Auto, was wir suchen. Der Armin, der ist hier ein ganz ekliger. Echt, hier ist er in den Garten reingesprungen damit. Ich glaube, ich habe es Armin echt zu einfach gemacht. Oh, ich habe einen. Nice. Okay, wichtig, wichtig. Ich glaube, ich habe es Armin aber echt ein bisschen zu einfach gemacht. Okay, aber egal. Wir haben den ersten. Zack, hier raus. Und wir machen weiter mit dem nächsten, Leute. Wir gucken wieder auf die Fotos. Wir fangen einfach mal von unten an und arbeiten uns hoch. Das nächste, das ist da in der Nähe vom, von diesem Hollywood Boulevard, Leute. Das ist da irgendwo... Ich glaube, da bei der Mace, bei der Bank, Leute, bei der Pacific Standard Bank, wo es dann runtergeht, müsste das irgendwo sein. Das müsste, lass mich mal nicht lügen, auf der Karte, hier ist die Bank, ich glaube, hier so eine Seitenstraße, die runtergeht, Leute. Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal hin, gucken uns das an und hoffen, dass wir den auch relativ schnell finden, Leute. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei der Bank angekommen und wir sehen auf dem Bild noch dieses Parking-Schild irgendwo im Hintergrund. Steht hier auch irgendwo so Parking? Das müsste auch irgendwo hier sein. Warte mal, ich glaube... Wenn mich nicht alles täuscht, Leute. Ich kenne mich in GTA wirklich ganz gut aus. Warte mal, hier ist das hier. Ja, Parking! Da ist der. Da ist das Parking-Schild. Okay, Armin. Armin. Da ist er doch. Ich sehe doch schon, Leute. Ich habe das Parking. Ich wusste in etwa, wo das ist. Leute, ich bin einfach GTA-OT. Ich bin einfach GTA-OT. Man kann sagen, was man will. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal den Lambo, wir werden den einfach mal bei der Mace Bank parken und dann machen wir weiter. So, weißt du was? Wir werden Armin auch mal ein bisschen verunsichern. So, Armin, hast dich wohl ganz schlau gefühlt mit dem Lambo in der Garage da, in der Tiefgarage. Hab das Parking-Schild direkt bei Pacific Standard Bank erkannt. Da musst du früher aufstehen für mich, ja? Verdammt, okay, nicht schlecht. Wollen wir mal gucken, ob du wirklich OG bist. Ja, ja, 2 von 3 habe ich. Ich mache jetzt beim letzten weiter. Hast du auch schon 2? Schon 2? Ich habe 2. Das am Strand, bei diesen Brücken habe ich gefunden, das Haus, und bei dem Parking-Ding. Jetzt fahre ich zum ins Industriegebiet, ja? Ah, verdammt, ich bin gerade beim Leuchtturm. Okay, dann wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, erst beim Leuchtturm. Zum Glück haben wir das da so gut im Gebüsch versteckt. Okay, und jetzt das letzte Foto oben. Wir sehen diese Bank dahin. Ah, ich kann schon nicht mehr reden. Warte mal, das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, wir sehen diese fette Brücke, die zum Hafen führt im Hintergrund. Das müsste irgendwo hier sein. Man sieht diese Brücke, das müsste, glaube ich, da bei dem Schrottplatz sein, wenn mich nicht alles täuscht, der in der Nähe von der Mace Bank Arena ist, Leute. Das müsste hier sein. Ich würde sagen, wir fahren da hin und sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier an der Mace Bank angekommen. Erstmal müssen wir gucken, wo sieht man diese Brücke im Hintergrund? Die Brücke, hier ist die Brücke. Wir sehen hier hinten diese Brücke von dem Foto. Warte mal, das müsste ja dann irgendwo... Oh, ich tue mir wirklich gerade relativ schwer damit. Das müsste doch dann irgendwo hier sein, oder? Nein, Leute. Ich bin ein bisschen... Warte, hier sieht man aber von überall aus die Brücke. Ist das nicht hier beim Schrottplatz? Ist das nicht hier irgendwo bei dem Schrottplatz? Nee, jetzt sind wir aber zu nah an der Brücke dran. Oh, Leute. Also das muss ich sagen, ist eine schwierige Location, wo Armin mir hier gegeben hat, dieses Schrotthaus. Es muss aber irgendwo hier sein. Warte mal. Genau, warte. Hier ist doch dieser Schrottplatz. Hier, wir sehen doch da die Nummer. Hier ist der Schrottplatz. Wir fahren mal mehr dahin.
Weil das einfach so eine Schrotthütte ist. Ja, 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 ja. Leute, erkennt ihr den Ausschnitt? Hier das Haus mit der Brücke leicht im Hintergrund. Okay, hier ist es. Perfekt, wir haben's. Und dann hier irgendwo muss dann das letzte Fahrzeug versteckt sein. Ja, und wir haben den BMW gefunden. Let's go, Leute. Wir haben alle drei Fahrzeuge. Das heißt, ich werde Amir jetzt sagen, dass Stopp ist. So, Amir, Stopp, Schluss, Schluss, Schluss. Ich habe den BMW gefunden. Nein. Bei der Maze Bank Arena beim Schrottplatz gegenüber. Vor der Garage geparkt. Ja, das ist eigentlich mein einfachstes Auto. Oh, ey, ey, da, ich muss sagen, das war, ist mir am schwersten gefallen. Echt? Ja, ist mir am schwersten gefallen, weil der Schrott, oh. es gibt ja noch, also es gibt ja, ist ja voll groß da, dieses Schrottgebiet. Ja, ja, ja. Also ich dachte, also ich bin ja auf jeden Fall einmal komplett um die Maze Bank rumgefahren. Aber das heißt, aufhören zu suchen und dann treffen wir uns mit den Fahrzeugen jetzt wieder am Sandy Shores Airport. So, Amir, 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 ey. Zwei Autos hast du gefunden, ha? Weißt du was, du bist eine kleine Ratte. Du hast die so weit voneinander entfernt, Digga, dass ich so weit viel fahren musste. Ja, das stimmt. Bei mir war nur, das war tatsächlich nur in der Stadt, aber ey, die Locations waren aber auch wirklich einfacher zu erraten. Ja, ja. So, weil das war ja bei mir nicht mal ein Wahrzeichen. Das war, da muss man ja richtig OG sein, ja? Ja, du hast halt OG Edition, oder? Ja, zieh erstmal die Klamotten aus, bevor du hier mit mir redest, Junge. Oh, aber egal, nein, lass an, alles gut. Denn wir kommen jetzt zum Finale. Denn jetzt, Leute, muss man sich die Autos gut einteilen, wie man die verwendet. Und zwar gibt es jetzt drei Disziplinen. Man darf jedes Auto nur einmal pro Disziplin verwenden. Da du nur zwei gefunden hast, verlierst du automatisch einen Punkt bei einer Disziplin. Och, deswegen ist es so wichtig. Ja, okay. Das heißt, wir machen erstmal ein Track Race hier auf der Strecke. Dann machen wir, werde ich einmal die Eisrampe spawnen. Muss man ein Auto nehmen, was einen guten Allradantrieb hat, um die Eisrampe hochzufahren. Und dann ein möglichst starkes Auto, mit dem man sich zur Seite drängen kann. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Rennen an. Und ja, such dein Auto aus. So, ja, wirklich ein Lambo. Weißt du was? Ich glaube, Rennen ist, glaube ich, auch. Ist schwierig, schwierig. Ich werde auch den Lambo nehmen. Ich werde auch den Lambo nehmen. So, egal, Leute. Das Ding ist, ich muss eigentlich nur gleich auf sein, weil bei einer Challenge kann er sowieso nicht mitmachen. So, Armin, dann machen wir hier mal ein bisschen Lambo-Action. Okay. So, okay. Komm mal hier ein bisschen links. Wir fahren mal an unseren Autos vorbei. Also, okay, wer zu. Obwohl, weißt du was? Ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Da ich eh mehr ein Auto mehr als du hab. Ich werde den M4 nehmen. Ich will auf jeden Fall den Audi RS Q8 nehmen, um die Rampe hochzufahren, die Eisrampe. Dafür brauche ich den. Das heißt, ich werde hier den M4 nehmen, damit es ein bisschen spannender ist, Amir. Oh, oh komm. Nein, der M4 ist auch gut. Glaube ich nicht so gut wie der Lambo, aber glaube ich auch nicht schlecht. So, okay, Amir. Dann würde ich sagen, ich werfe eine Granate. Wenn die explodiert, geht's los. Ja. So, Leute. Wo ist die Granate? Oh, scheiße, ich habe vorbeigedrückt. Granate, jetzt und. Aber wir müssen gleich auf sein. Let's go! Oh, ey, ey! Nein! Alter, was soll denn diese Sabotier-Action? Ey, ja! Ey, du hast... Hä? Du, Armin hat mein Auto blockiert. Ey, der fährt... Ey, du hast irgendwie mein Auto beschädigt. Der fährt gerade nur 80 km/h. Keine Ahnung, was der damit gerade... Ey, Digga, dass du... Ey, du bist ja wirklich ein kleiner 31er-Ratte, ne? Ja, komm, schenke ich dir den Punkt hier. Alter... Lol, ist er eine Ratte? Mein Auto fährt irgendwie nur noch. Okay, jetzt fährt er irgendwie wieder ein bisschen schneller. Der hat irgendwie eine Bremse oder so blockiert. Keine Ahnung, was das gerade war. Schade, dass er. Sorry, Max, ich fahre ja nicht so oft Lambo wie du. Ich hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Naja, ist egal. Weißt du was? Wir machen weiter mit der nächsten Challenge. Und zwar, wir gehen jetzt auf die Eisrampe. Oh, hast du nur noch den M4 mit Hackerantrieb? Oh, das ist ja schade. Wir treffen uns wieder auf der Eisrampe. So, Amir, die Eisrampe kennst du ja schon. Wer weiter hier hochkommt. Ach, oh, das. Was? Du hast nur einen M4 mit Hackerantrieb? Und ich habe einen Audi RS Q8 mit Allradantrieb. Oh, das ist ja schade. Weißt du was? Fahren wir zusammen nebeneinander? Nee, fahr mal einzeln. Fahr du mal hoch. Guck mal, wie weit du kommst. Wir beobachten das jetzt mal. Er wollte hier wieder sabotieren, der kleine Paul Berger. Ich weiß doch schon, was der da hier versucht hat. So, okay. Schauen wir mal, wie weit er kommt hier. Aha, okay. 55, 60. Ja, an sich ja gar nicht. Obwohl, hey, gar nicht mal so schlecht, der M4. Let's go, BMW! 90, 93. Ja, sagen wir 94. Gar nicht mal schlecht, der BMW, muss ich sagen. Aber komm, ich zeig ihm jetzt mal, wie das hier wirklich läuft. Oh, ich slide runter, Max. Oh, nein. Ich zeig dir jetzt mal hier, wie das läuft. So, komm. Audi. Audi Power. Quattro. Allrad. So, und jetzt hier Speed, 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 Speed. Speed, 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 Speed. Und wir sind oben. So, das heißt, es steht 1-1, Leute. So, Amir, das Ding ist, wir kommen jetzt zur dritten Disziplin. Und zwar, welches Auto stärker ist. Wir machen ein kleines Sumo-Battle. Aber hast du etwa kein Fahrzeug mehr übrig? Nein.
Ja, schade. Hast nur zwei gefunden. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, ich habe gewonnen, aber steig mal ein. Nein. Amir, komm, ehrlich, also wirklich, dass du überhaupt dich noch traust, so rumzulaufen. So, wir gehen jetzt hier erstmal zum Kleidungsgeschäft, du gehst dich umziehen, weil solche Klamotten tragen nur Gewinner, die du gerade hier trägst. So, das kann ich mir ja nicht anschauen, wie du hier rumläufst. Ey, okay, wenn du gewonnen hast, zieh ich mich um. So, Leute, wir fahren jetzt zum Kleidungsgeschäft, wir haben gewonnen. Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt, wenn ihr wollt, dass wir öfter dieses Outdoor-Identity machen. Ich find's ziemlich cool, Leute, da muss man sich schon gut auskennen in GTA. Und checkt gerne Army aus, bis dann, haut rein, Leute, euer Crymax.